Ich begrüße nochmal alle. Ich begrüße auch Regine. Sie darf als erstes mal ein bisschen was zu sich erzählen und dann machen wir weiter. Ich bin Fotografin mit dem Schwerpunkt Hundefotografie und würde euch gerne heute Abend ein paar Tipps geben, wer noch Tipps gebrauchen kann, vielleicht um eure Ergebnisse bei der Hundefotografie noch ein bisschen zu optimieren. Wir wollen uns mit Regine darüber unterhalten, wie wir unsere Hunde am besten fotografieren. Und natürlich fängt das damit an, dass wir nicht nur auf den Auslöser drücken müssen, sondern auch eigentlich wissen müssen, was ist denn so ein gängiges Gerät, was ihr benutzt oder was auch Regine sozusagen empfiehlt, um ja, so mit Tierfotos mal anzufangen. Also das ist immer so eine Geschmacksentscheidung. Es war vor einigen Jahren, also vor 2, 3 Jahren noch so, dass die Systemkameras so ein bisschen den Nachteil hatten, dass sie nicht ganz so präzise beim Autofokus waren. Das heißt also, Hunde in Bewegung waren für die Systemkameras oft schon eher so ein schwieriges Thema. Das hat sich jetzt mittlerweile schon etwas verbessert. Also die ganz modernen Systemkameras sind jetzt also durchaus auch in der Lage, auch bei so schnellen, bewegten Bildern durchaus mithalten zu können. Und dann ist es hinterher ja eigentlich so eine Geschmacksfrage, was einem eher liegt. Die Systemkameras sind von Haus aus oft nicht so schwer wie die Ausrüstung mit einer Spiegelreflex, wo ihr dann auch immer ein sehr, sehr großes Objektiv noch drauf habt. Dann wiegt das immer so viel. Also ist eine Geschmackssache. Also mittlerweile sind die Systemkameras schon fast gleich auf und hat man auch keinen Nachteil. Also was wichtig ist, finde ich auf jeden Fall in der Hundefotografie ist ein bisschen Telebrennweite oder besonders wichtig halt auch ein Zoom-Objektiv, damit ihr nämlich auch in der Lage seid, den Bildausschnitt mal spontan zu verändern, weil mit einer Festbrennweite ist man ja dann doch immer sehr festgelegt und in der Hundefotografie ist das oft ein bisschen hinderlich. Ne? Da muss man dann immer wieder aufstehen, nach hinten gehen oder man muss den Hund neu platzieren. Und bei den Zoom-Objektiven habt ihr natürlich so ein bisschen Luft, indem ihr von eurem Standort aus einfach etwas näher ranzoomen könnt oder weiter weg, je nachdem, wie der Bildausschnitt halt sein soll. Also Klassiker ist das 70 bis 200. Bei den Systemkameramodellen sind die Objektive anders benannt, weil die haben andere Brennweiteneinteilungen oft. Und ja, im Prinzip, wer dann so ein bisschen Telebereich hat, ist eigentlich schon ganz gut. Für die, die das schon wissen, ist ja nicht schlimm, kann man vielleicht ja trotzdem nochmal auffrischen. Also das Allerwichtigste für mich in der Fotografie ist in der Tat die Blende. Das seht ihr jetzt hier. Also ihr habt jetzt hier verschiedene Abbildungen. Das hier ist jetzt eine sehr weit geschlossene Blende und das ist eben eine sehr weit offene. Also das hier könnte jetzt zum Beispiel Blendenöffnung von 2,8 sein. Und es ist so, dass die Blende in dem Fall auch jetzt nicht nur dafür da ist, dass sie wahnsinnig viel Licht auf den Sensor lässt, sondern sie ist für mich halt ein ganz wichtiger Part in der Bildgestaltung, was die Schärfe betrifft. Das Spiel mit Schärfe bedeutet ja auch für euch, zum Beispiel, ihr macht ein Foto von einem Hundekopf und dann sollte der Hintergrund möglichst in der Unschärfe verschwinden. Man nennt das Bokeh. Und um das zu erreichen, braucht ihr eben auch eine sehr weit offene Blende. Wenn ihr das zum Beispiel mit diesem Blendenwert hier fotografiert oder einem dieser weit geschlossenen Blenden, dann wird alles scharf. Also alles, was ihr im Sucher seht, wird scharf. Ihr habt dann so ein Handyfoto. Unscharf, Vordergrund scharf, Hintergrund scharf. Ist dann in Summe immer ein relativ langweiliges Bild. Und deswegen ist es immer ganz gut, dass ihr dann mit einer weit geöffneten Blende arbeitet. Das bedeutet, ihr bekommt in dem Moment natürlich auch sehr viel Licht auf den Sensor. Das ist erstmal eine Sache. Aber ihr könnt damit die Bildgestaltung bestimmen. Und deswegen ist für mich die Blende auch das, was ich immer zuerst einstelle, bevor ich mein Bild aufnehme. Wenn ich eine Bildidee habe, überlege ich mir, welche Blende passt dazu. Ich zeige euch da mal ein Beispiel. Und zwar kann man hier ganz gut sehen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Blende 2,8 einstellt, wäre das jetzt, hängt natürlich auch von der Brennweite und der Entfernung zum Motiv ab. Es geht jetzt hier einfach mal um ein Beispiel, dass ihr mal seht, wie knapp die Schärfe bei einer weit geöffneten Blende ist. Das sieht man hier. Also es ist wirklich nur die Augenpartie, die ich jetzt bei dieser Aufnahmesituation in der Schärfe habe. Und die Nase des Hundes ist schon nicht mehr im Schärfebereich. So, und wenn man unter ähnlichen Voraussetzungen, ähnliche Brennweite und ähnlichen Abstand zum Motiv die Blende etwas weiter schließt, zum Beispiel auf einen Wert von 4, dann seht ihr, dass die Schärfe sich schon so weit ausdehnt, dass die Hundenase eben auch mit im Bild ist. Und das wäre
im Prinzip dann so eine Gestaltungssache, möchte man im Prinzip die Nase da noch mit oder kann die schon in der Unschärfe verschwimmen. Ne? Und ansonsten ist der Unterschied Systemkamera und Spiegelreflex natürlich auch der Blick durch den Sucher. Das ist ein anderes Bildempfinden und Blick, wenn man mal durch den Sucher einer Systemkamera guckt, ist das anders als bei einer Spiegelreflex. Und da sind wir wieder bei der Geschmacksgeschichte. Das muss halt dann jeder selber für sich entscheiden, mit welchem System er am besten zurechtkommt. Und wie gesagt, in puncto Fokusgenauigkeit und Schnelligkeit gibt es da keine Nachteile. Das war ja klar, das ist ja kein Thema. Also von daher, das ist eine Geschmackssache. Ich bin halt immer noch der Spiegelreflex-Fan und werde mich da auch noch lange Zeit nicht von lösen. Das ist einfach so eine Glaubensfrage. Können wir noch mal ganz kurz sagen, was große, kleine Blende tatsächlich heißt oder ausmacht? Genau. Wenn ihr eine weit geöffnete Blende habt, so wie in diesem Beispiel hier, dann ist der Wert immer klein. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Blende 2,8. Und je weiter man jetzt die Blende schließt, dann hat man im Prinzip immer einen höheren Wert. Und das ist dann hinterher hier eine Blende 22, Blende 11, Blende 4. Das heißt, je höher der Wert, desto weiter schließt sich im Prinzip dann die Blende. Was wiederum bedeutet, je weiter die Blende geschlossen ist, desto weniger Licht kommt auf den Sensor, desto mehr Schärfe bekomme ich aber auch ins Bild. Und je weiter die Blende offen ist, desto mehr Licht fällt auf den Sensor und desto weniger Schärfe bekomme ich auch ins Bild. Genau, jetzt eine Frage, stimmt es, dass jede Kamera unterschiedliche Schärfe-Sweetspots hat? Also es ist so, das ist jetzt ein ganz, ganz tief in die Technik einsteigendes Thema, weil die Schärfebereiche der Kamera, das hängt sehr, sehr stark vom Kameramodell ab. Also es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel Bewegungsfotografie aufnehmen will mit einer Profikamera, dann hat man also Fokuspunkte, die eine Bereichserweiterung bieten. Das heißt, man hat also nicht nur diesen einen Fokuspunkt, sondern man hat Fokuspunkte so als Slaves, so als Hilfsfelder, die dann auch im Hintergrund mitarbeiten, wenn das Hauptfokusfeld den Fokus verliert. Und ansonsten gibt es ein Einsteigermodell, da arbeitet man dann eben besser mit einem Fokusfeld. Also das ist total unterschiedlich. Also das gibt bei den Kameramodellen so viele Möglichkeiten, da jetzt so wirklich tief einzusteigen, würde den Rahmen sprengen. Aber es ist in der Tat so, es kommt auf das Kameramodell an und da auf die individuellen Einstellungen.